So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon. Wir befinden uns im Pokémon Center hier. Und was sagt mir denn der Mann mit Hut hier und mit dem Schnurrbart? Der PC dort in der Ecke ist für alle Pokémon-Trainer. Das heißt, dass auch du ihn benutzen darfst. Der Pokémon-Drahtlos-Club im zweiten Stock wurde erst kürzlich eröffnet. Und sie sind immer noch nicht ganz fertig mit dem Einrichten. Pokémon Center sind eine großartige Einrichtung. Du kannst ihren Server so oft wie du willst in Anspruch nehmen, kostenlos. Daher kannst du unbeschwert umherreisen. Was gibt's denn hier oben? Nichts von Interesse. Dubidub. Hallo junger Mann. Hi, ich arbeite in einem Pokémon Supermarkt. Kommst du bitte mal einmal mit mir mit? Ich denn all die Gratisartikel bekomme hier dann immer doch. Dies ist ein Pokémon-Supermarkt. Er ist an dem blauen Dach erkennbar. Wir verkaufen eine Menge nützlicher Dinge, wie Pokebälle, mit denen man Pokémon fängt. Hier, dies ist ein Item, quasi als Werbegeschenk für dich. Trank erhalten. Juhu, juhu, juhu. Fips packt Trank in die Itemtasche. Ein Trank kann zu jeder Zeit eingesetzt werden. Daher ist er in manchen Situationen wertvoller als ein Pokémon-Center. Ja, so. Was gibt's denn hier? Der Verkäufer sagt, es sei alles ausverkauft. Jetzt stehe ich ohne Pokebälle da. Ja super, ich brauche auch dringend Pokebälle. Wird ein Pokémon verletzt und verliert alle KP, so ist es kampfunfähig. Um das zu vermeiden, solltest du die KP bei Bedarf mit einem Trank auffüllen. Hallo, willkommen. Kann ich dir helfen? Ich brauche Pokebälle, ihr habt ja keine. Ja, ich kaufe mal einen Trank. Trank aber gern. Wie viel möchtest du ein? Kostet hier 300 Schleifen, so. Oh, seht mal zu, dass ihr neue Pokebälle auf Lager bekommt, ihr Flachzangen hier. Ich möchte eine Pause einlegen. Da speichere ich mein Spiel. Ja, immer diese Meta-Ebene bei den Spielen. So. Ich habe doch die Fußspuren eines seltenen Pokémon gesehen. Warte, bis ich fertig bin, sie abzuzeichnen, okay? So. Welch schönes Haus und viele Zimmer. Das Pokémon auf der linken Seite der Liste tritt im Kampf als erstes an. Hast du mehrere Pokémon in deinem Team, stelle sie so der Reihe nach auf, wie es für den Kampf am günstigsten ist. Das kann ein Vorteil für dich sein. Es könnte auch ein Vorteil für dich sein, ein größeres Haus zu kaufen. So. War ich hier schon drin? Weiß es gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Während eines Kampfes können Pokémon manchmal ein Level dazu gewinnen und stärker werden. Sobald deine Team-Pokémon stärker geworden sind, kannst du auch andere Orte bereisen. So, gucken, was hier für sexy Sportclips im Fernsehen laufen. Mutti würde dieses Programm gefallen. Ich beeile mich besser. Es war wohl doch eher die Lindenstraße. Auch bekannt aus Spielen wie Secret of Mana. So, gehen wir nochmal nördlich hier raus. Route 103. Ein wildes Pfiffchen. Level 3. Los, Gekkabor. Da haben wir ein ordentliches Pfund hier drauf knallen. Pfiffchen setzt Tackle ein. Die sind hier nicht in der NFL. So. Bisschen Pfund drauf knallen. So, da ist er doch hinüber. Gekkabor hält 23 Erfahrungspunkte und steigt im Level hoch, erreicht Level 6 und lernt Absorber, Oldschool Myraplaster. Ja. Mein Pokémon ist unglaublich müde, ich hätte einen Trank mitnehmen sollen. Tjo. Route 103, südlich Rosalstadt. Oh, da komme ich ja her. Die Zufallskampfquote ist bei Pokémon immer enorm. Ein wildes Zickzacks erscheint, aber noch will ich mich ja nicht beschweren und ich bin ja eigentlich auch keiner, der dann auf Flüchten klickt, sondern ich spiele eigentlich auch jeden Kampf dann zu Ende meistens. Absorber. Bisschen die eigenen Energiepunkte wieder aufladen und dem Gegner was abziehen. Zickzacks wurde Energie abgesaugt. Zickzacks setzt Heuler ein. Angriff von Gekkabor singen, dann hau ich da nochmal 500 Gramm oben drauf. Oh, geht mir auf den Sack mit diesem Geheule. Aber bei Absorber bringt das, glaube ich, nichts, weil Absorber ist ja, glaube ich, eine Spezialattacke oder habe ich ja, glaube ich, den Spezialangriff wert, wenn ich mich nicht täusche. Dann dürfte das ja keine Auswirkungen drauf haben. Oh, und es gibt auch einen Volltreffer.
Zickzacks wurde Energie abgesaugt und er wurde besiegt. Zickzacks wurde besiegt. 25 Erfahrungspunkte. Haben wir gleich schon Level 7. Ach, da ist doch die Maike. Hier, Alte. Mal sehen, das Pokémon von Route 103 besitzt... Habe ich es aber erschrocken. Oh, hi, Fips. Oh, ich sehe schon. Mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe den Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Ich glaube, die hat jetzt bestimmt einen Flamli, weil die haben ja meist, glaube ich, die effektiv gegen meine sind. Und da ich ja die Pflanze habe, das Pflanzen-Pokémon haben, ja, dann sieht das Feuer-Pokémon. Na, oh, ist aber süß. Ein Gekkabor. Mein Gekkabor hat aber schon einen höheren Level. Da habe ich mit Absorber natürlich jetzt keine große Chance. Ich hoffe mal, dass Flamli hier noch keine Feuerattacken hat. Setzt Heuler ein. Wahrscheinlich nicht. Gekkabor hat ja mit Level 5 auch noch keine Pflanzenattacke. Wenn man Silberblick der klassischsten Pokémon-Attacken überhaupt senkt die Verteidigung des Gegners. Flamli setzt Kratzer ein. Ich setze nochmal einen Silberblick ein. Flamli setzt Kratzer ein. Und ich hau jetzt mit dem Fund drauf. Flamli macht nochmal einen Kratzer. Oh, es wird ein knappes Finale. Ich habe noch 3 Punkte. Wenn die Attacke jetzt daneben geht, verliere ich wohl. Aber sie geht nicht daneben und ich gewinne den Kampf. Flamli wurde besiegt. Gekkabor hält 69 Erfahrungspunkte und levelt hoch. Level 7 jetzt schon. Fast Level 8 sogar. Ich gewinne gegen Maike. Wow, das war spitze. Fips, du bist ein Naturtalent. Fips gewinnt 300 Pokédollar. Die hieß noch Pokédollar, oder nicht? Ich weiß es nicht, glaub schon. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast dein Pokémon erst sehr kurze Zeit und es mag dich bereits. Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreuen. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. So. Gehe ich jetzt lieber ins Pokémon Center zurück? Oder setze ich einen Trank ein? Aber ich denke mal, kann jemand einen Trank einsetzen auf dem Gekkabor. So, hat er auch wieder volle Energie. Und wir ziehen mal weiter. Wo geht's denn hier lang jetzt? Gibt's den Weg? Hä? Geht das denn lang hier? Geht es hier gar nicht lang? Ein wildes Wingull. Fund. Das reicht ja schon fast. Heul nicht rum hier. Ach, leider nicht ganz geklappt. War dann nach dem dritten Angriff. Vielleicht reicht es auch schon für Level 8 dann. Nicht ganz. Ich glaube, ich muss zurück in die Stadt und dann kann ich bestimmt links rausgehen, da wo der Typ eben noch die Fußspuren sichern wollte. Ist das da nicht Maike gewesen gerade? So, hier, Joy. Heil mir mal eben mein Gekkabor. Hat das nicht noch volle Energie gehabt? Whatever. Whatever, whatever. Wie auch immer, so. Ist das nicht Maike hier? Ach, da ist sie doch. Pips, hier entlang. Lass uns nach Hause gehen. Das ist jetzt eine Einladung zum Geschlechtsverkehr. So. Geh erstmal zu mir nach Hause. Mutti, Mutti. Wie geht es dir, Fips? Du siehst müde aus. Ich denke, du sollst dich etwas ausruhen. Joach. Pass auf dich auf, Schatz. Naja, du und dich auch, Mutter. So. Maike. Maike macht das Würstchen. So. Ich glaube, es ist wunderbar für Leute, mit ihren Pokémon zu reisen, aber du sollst öfters nach Hause gehen und deiner Mutter zeigen, dass es dir gut geht. Sie lässt es sich nicht anmerken, aber sie macht sich bestimmt Sorgen. Hey Nachbar, hast du schon ein eigenes Pokémon? Ja. Du kommst es aber nicht zu sehen. Maike ist ja gar nicht hier. Ach so, jetzt gehen wir ins Labor und kriegen einen Pokédex wahrscheinlich. Du, wie du...
fürs Amik. Oh, hallo Fips. Ich habe gehört, du hast Maike besiegt. Super, das war dein erster Kampf gegen einen Trainer. Maike hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen. Maike besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Hier, das hilft mir bei meinen Forschungen. Aber ich denke, du kannst den Pokédex auch gebrauchen. Fips erhält den Pokédex. Der Pokédex ist ein hochentwickeltes technisches Gerät, das automatisch jedes Pokémon, das du siehst oder fängst, registriert. Maike geht nie ohne ihn aus dem Haus. Immer wenn mein Kind ein seltenes Pokémon fängt, kommt es und zeigt mir den Eintrag im Pokédex, während ich draußen forsche. Oh, wow, Fips. Jetzt hast du auch einen Pokédex. Das ist ja toll, genau wie ich. Ich habe ja etwas für dich. Pokébälle erhalten. Ja, endlich. Jetzt kann es doch mal endlich losgehen. Fips packt Pokébälle in die Balltasche. Es macht unheimlich viel Spaß, all die verschiedenen Pokémon zu fangen. Ich schaue mich wirklich überall um, denn ich will die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Sobald ich niedliche Pokémon entdecke, fange ich sie mit Pokébällen. Dann wollen wir doch auch mal unser Team ein bisschen aufstocken und mal ein paar Pokémon fangen. Mutter schon wieder. Warte, Fips. Fips, hast du dich schon bei Professor Birk vorgestellt? Ja, weiter schon mehrfach jetzt. Oh, was für ein hübsches Pokémon. Du hast es von Professor Birk erhalten. Toll. Du bist das Kind deines Vaters. Wunderbar. Du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Hier, Liebling, für eine Abenteuerreise sind diese Turbotreter wie geschaffen. Sie werden deinen Schritt beschleunigen. Fips zieht die Turbotreter an. Fips, für diese Schuhe gibt es eine Bedienungsanleitung. Halte den B-Knopf gedrückt, wenn du diese Turbotreter anhast, um zu rennen. Schlüpf in diese Turbotreter und erobere die Welt da draußen. Dir vorzustellen, dass du nun dein eigenes Pokémon besitzt, dein Vater wird überglücklich sein. Aber sei bitte vorsichtig, sollte etwas passieren, bitte komm wieder nach Hause. Lauf, schnapp sie dir, alter Schatz. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Und jetzt laufe ich ja schnell wie Usain Bolt. So. Jetzt will ich mal ein zweites Pokémon fangen hier. Pfiffchen, komm. Level 2, muss ich aufpassen, dass ich den nicht direkt ausnocke. Fund. Das könnte knapp werden. Er hat noch zu viel Energie, aber wenn ich nochmal drauf haue, dann überlebt er es. Aber hier könnte er rauskommen. Ich habe 5 Bälle, ich probiere es einfach mal. Fips setzt Pokéball ein. Blub, blub, blub. Jawohl. Toll, Pfiffchen wurde gefangen. Pfiffchen wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Pfiffchen, Typ Biss. Es bedroht seine Feinde mit gefletschten Zähnen. Fliehenden Gegnern hetzt es nach. Pfiffchen macht auf der Stelle kehrt. Aber jetzt habe ich es weggedrückt. Möchtest du dem Pfiffchen einen Spitznamen geben? An sich schon, aber ich habe jetzt nicht gesehen, welches Geschlecht es ist. Ah, weiblich. Oh, weiblich. Was für einen Namen gebe ich denen jetzt? Ich nenne es... Sagt mir doch mal einen Namen. Ich nenne es March. Ich nehme jetzt einfach immer Namen aus irgendwelchen Serien oder Sendungen oder Sportlernamen oder irgendwelche Namen. Was mir so einfällt. Ah ja, jetzt ist hier die Bahn frei. Route 102, Rosalstadt. Au, ein Pokémon-Kampf. Wenn du Pokémon bei dir hast, bist du offiziell ein Pokémon-Trainer. Daher kannst du meine Herausforderungen nicht ablehnen. Eine Herausforderung von Teenager Ansgar. Pfiffchen wird von Teenager Ansgar in den Kampf geschickt. Level 5. Los, Gekkabor. Gekkabor hätte ich jetzt natürlich auch gern umbenannt. Muss mich noch ein bisschen gedulden. Aber ich nenne ihn jetzt schon mal Schorsch. Pfiffchen wurde Energie abgesaugt. Pfiffchen setzt Jaula ein. Sein Angriff steigt los hier. Schorsch. Pfund. Pfiffchen setzt Tackle ein.
Da. Und Kampf gewonnen. Geckerbald, 58 Erfahrungspunkte, Level 8. Dann besiegt Teenager Ansgar. Ugh, ich hab verloren. Ich hätte fleißiger trainieren sollen. Phipps gewinnt 80 Pokédollar. Damit beende ich erstmal diesen Part und wir sehen uns im nächsten Teil.